Heute gucken wir mal, welche Unterschiede wir zwischen einem irischen und einem argentinischen Rumsteak haben. Gibt es überhaupt welche? Optisch, geschmacklich? Wir werden es sehen. Ich bin Christopher und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du dabei bist. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche dir viel Spaß. Unsere Hauptdarsteller heute, wie sollte es anders sein, sind jeweils zwei Rumsteaks. Wir haben hier das irische Rumsteak, zwei Stück. Und im Vergleich dazu haben wir hier zwei Stück Rumsteaks vom argentinischen Rind. Wo sind jetzt die Unterschiede? Naja, auf den ersten Blick finde ich, das Fleisch, wenn wir die mal direkt nebeneinander halten, hat in der Farbe keine großen Unterschiede, sehen beide saftig aus. Die Maserung ist auch direkt vergleichbar. Nehmen wir mal die anderen beiden Stücke. Sind beide schön fein gemasert, beide Stücken. Den größten Unterschied, den ich jetzt auf Anhieb feststellen kann, sind tatsächlich die Fettdeckel. Das ist der optische Unterschied. Bei dem argentinischen ist der Fettdeckel ziemlich fest. Also wenn ich hier seitlich drücke, dann lässt er sich kaum zusammendrücken. Hier hinten ist er ein bisschen dünner, deswegen lässt er sich da drücken. Hier vorne ist er sehr fest. Genauso bei dem zweiten Stück. Also fast durchgehend gleich fest. Im Vergleich zum irischen, wie ihr sehen könnt, ist der Fettdeckel dort ziemlich weich. Und bei dem zweiten Stück genauso. Dort lässt sich der Fettdeckel ziemlich weich eindrücken. Ansonsten ist das Fleisch vom argentinischen Rumsteak, wie ich finde, fester. Wenn wir es jetzt auf die Seite legen, sehen wir, dass es in der Form bleibt, in der wir es gelegt haben. Im Vergleich zum irischen, wenn wir das von der Hochkantstellung auf die Seite legen, dann geht das ziemlich in die Breite. Genauso wie das andere Stück. Also es wird sich wahrscheinlich auch auf dem Grill ein bisschen in die Breite ziehen. Aber das werden wir dann gleich sehen. Ansonsten kann ich optisch erstmal keine Unterschiede feststellen. Außer, und das ist, finde ich, ziemlich interessant, wenn wir mal auf die Waage gucken, dann haben wir bei zwei Stücken einmal das irische im Vergleich zu dem argentinischen. Ich jongliere hier einfach mal ein bisschen mit dem Fleisch, sehen wir, dass wir eine gleiche Dicke haben. Apropos Dicke vom Steak, ich bevorzuge da immer so 5, 6, 7 cm. Bei mir ist das relativ einfach. Das sind einfach die mittleren drei Finger. Wenn wir die schön hier drauflegen, dann haben wir ungefähr die Dicke von dem Steak, die ich haben möchte. Ist, finde ich, auch ziemlich einfach, dann den Garpunkt zu finden. Je dicker das Fleisch, umso einfacher ist es, den Garpunkt auch wirklich zu treffen, weil das Fleisch mehr Zeit hat, dann tatsächlich auf den Garpunkt zu ziehen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, bei relativ gleicher Dicke haben wir doch relativ unterschiedliche Gewichte. Fangen wir einfach mal mit dem irischen Rumsteak an. Legen das mal auf die Waage, die habe ich natürlich voll genullt. Das sind ungefähr 500 Gramm bei gleicher Dicke wie dem argentinischen Rumsteak. Ich hoffe, ihr könnt das in der Kamera sehen. Nehmen wir das wieder runter, die Waage ist noch genullt und legen dazu im Vergleich mal das argentinische in gleicher Dicke drauf. Da kommen wir auf ungefähr 340 Gramm. Also gleiche Dicke, größeres Fleisch, lässt darauf schließen, dass das Roastbeef insgesamt ein bisschen größer war, was es tatsächlich ist. Ich habe mir die Stücke nämlich aus jeweils einem ganzen Stück rausgeschnitten. Den Rest davon werde ich vielleicht in einem anderen Video nochmal als Braten verarbeiten. Aber heute konzentrieren wir uns einfach mal auf den Vergleich. Für alle die sich jetzt mit der Fleischkunde noch nicht so viel beschäftigt haben, eine kurze Einweisung in die Lage des Roastbeef. Wo finde ich das am Rind? Was ist das für ein Stück Fleisch? Also das ist oben auf dem Rücken des Tieres. Wenn hier der Kopf ist, dann kommt als nächstes der Nacken. Dann kommt das Ribeye oder auch das Entrecot genannt. Dann kommt das Stück Roastbeef und am Ende kommt dann noch der Hüftdeckel und der Ochsenschwanz bzw. der Rinderschwanz. Ob wir geschmacklich auch Unterschiede feststellen können zwischen den beiden Fleischsorten, sehen wir gleich. Ich werde beides Fleischsorten direkt angrillen, je zweimal 90 Sekunden pro Seite. Vorher salze ich das Ganze ein bisschen, danach geht es in die indirekte Zone, lasse es bis auf Kerntemperatur ziehen mit dem Kernthermometer drin und dann schneiden wir das Ganze schön an. Bevor wir das Ganze salzen, schneiden wir den Fettdeckel noch ein bisschen ein, damit sich der nicht zusammenzieht oder sich das Fleisch nicht zusammenzieht. Dazu einfach schön mit einem scharfen Messer sachte einschneiden den Fettdeckel. Aufpassen, dass er nicht auf das Fleisch kommt. Das muss nicht schön sein. Das Ganze machen wir jetzt mit allen vier Fettdeckeln. Einfach so ein bisschen
Na, den letzten, der wollte nicht. So. Auch den dünnen. Beim irischen könnte es sein, dass es gar nicht notwendig ist, weil der Fettdeckel ja schon sehr flexibel und dünn ist. Trotzdem haben wir es auch noch mal ein bisschen eingeritzt und machen das auch beim vierten Stück. So, als nächstes nehmen wir uns etwas grobes Salz. Könnt ihr Pyramidensalz oder Meersalz nehmen, was auch immer ihr da im Haus habt oder euch am besten schmeckt. Ich habe hier grobes Salz, stinknormal, einfach ein bisschen drüber, ruhig großzügig. Bei so dicken Fleischstücken kann man da schlecht was versalzen. Dann drücken wir das Ganze schön an. Die Schwarte bleibt übrigens salzfrei, da müssen wir nichts machen. Dann drehen wir das Ganze um. Und machen das Ganze nochmal mit der anderen Seite. Wenn natürlich beim Rumdrehen oder beim Salz ein bisschen was auf die Schwarte kommt, ist das gar nicht schlimm. Das tut dem Fleisch nicht weh, der Schwarte auch nicht. Die wird dadurch vielleicht sogar noch ein bisschen knuspriger. Unser Grill ist inzwischen direkt vorgeheizt, direkte Hitze, alles was geht. Das ist bei meinem Royal King Crown 480, sind das weit über 350 Grad. Das Thermometer endet hier bei 700 Fahrenheit, ungefähr durch 2, dann haben wir die Temperatur in Celsius. Sollte also definitiv reichen, um direkt anzugrillen. Und genau das wollen wir jetzt tun. So, legen wir unsere Steaks schön auf. Wie gesagt, direkte Hitze. Oh, das zischt. Erst die argentinischen und hier drüben legen wir die irischen hin. So, Deckel zu, 1,5 Minuten, dann hole ich euch gleich wieder dazu. Die ersten 1,5 Minuten sind um, wir drehen unsere Steaks einmal rum. Die ersten Steaks haben schon ein richtig schönes Branding bekommen. Die kleben auch nicht mehr fest, das ist also ein Zeichen dafür, dass wir sie tatsächlich rumdrehen können. Wenn sie noch kleben würden, würde ich euch empfehlen, dass ihr sie noch ein bisschen drauf lasst. So, weitere 1,5 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, auch die zweiten 90 Sekunden sind rum. Und ich finde das ja übrigens total geil. Oh, sieht das nicht hammermäßig aus? Ich finde das übrigens total geil, wenn ich so ein schönes Rautenmuster habe auf meinen Steaks. Das heißt, wir nehmen die Steaks jetzt und ihr seht hier die Maserung. Und diese Maserung legen wir jetzt so, dass sie quer auf dem Rost liegt, also die Maserung quer zum Rost, und dadurch bekommen wir ein schönes Rautenmuster da drauf. Lassen sich wieder super lösen. Wieder für 90 Sekunden und dann sehen wir uns gleich wieder. Die nächsten 90 Sekunden sind um und jetzt wollen wir noch mal schauen, ob das mit unserem Branding richtig gut geklappt hat. So, die Spannung steigt. Auch hier, bevor wir gucken, hier sind die Streifen, das heißt, wir legen sie so drauf und Freunde, guckt euch das an. Sieht das nicht super aus? Das ist ein Branding geworden. Hervorragend. Das gleiche mit der zweiten Seite. Das sieht doch super aus. Guckt euch das schöne Branding an, was wir hier drauf haben. Schöne Gitterlinien. So mag ich das auf meinen Steaks. Kein Muss, aber mir gefällt's. Nochmal 90 Sekunden und dann geht das Ganze in den indirekten Bereich. Mit dem Direktangrillen sind wir fertig. Wir gucken mal, wie die Steaks geworden sind. Halleluja, das war vielleicht ein bisschen lang. Wir legen unsere Steaks trotzdem auf den indirekten Bereich. Ich schalte die mittleren Brenner jetzt aus. Habe damit die indirekte Hitze links und rechts am Fleisch. Jetzt kriegen meine Steaks noch ein Kernthermometer verpasst. Als Kerntemperatur peilen wir mal so ungefähr 54, 55 Grad an und dann lassen wir sie noch ein bisschen ruhen. Unsere Steaks sind auf Kerntemperatur. Ich habe sie schon mal für euch vom Grill genommen. Wir gucken mal rein, wie sie geworden sind. Links liegen wieder die irischen, wie eben rechts liegen die argentinischen Rumpsteaks. Ich fange mal an mit einem irischen. Schneiden wir uns mal ein paar schöne Tranchen runter. Wie gesagt, ich habe so 54 Grad Kerntemperatur angepeilt und das sieht schon mega lecker aus. Ob das auch so ist, werden wir gleich sehen. Guckt euch den Gargrad an, Leute. Das ist super. Im direkten Vergleich dazu ein argentinisches. Nehmen mal das, wo die Fettkruste nicht ganz so sehr verbrannt ist. Bei dem einen, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ist das Fett ein bisschen dunkel geworden, aber das ist gar nicht schlimm. Ich mache das sowieso so, wie ich Lust habe. Mal esse ich sie mit, mal nicht. In dem Fall esse ich die Fettkruste dann einfach nicht mit. Der Geschmack ist auf jeden Fall mit ins Fleisch gezogen und das ist Sinn der Sache bei der Fettkruste.
Auch hier schneiden wir uns ein paar schöne Tranchen runter und dann können wir es gleich im Direktvergleich probieren. Auch hier der Garpunkt, wie ich finde, super geworden. Schön rosa innen drin. Und wenn ich so aufs Brett gucke und mir den Saft hier angucke, dann haben wir hier alles richtig gemacht, würde ich sagen. Wir wollten uns die Unterschiede angucken. Vorm Grillen haben wir gerade schon besprochen, nach dem Grillen. Was sehen wir? Das Fleisch als solches ist bei beiden auf dem Garpunkt getroffen, würde ich sagen. Ich habe es ungefähr auf Medium angepeilt. Es ist was geworden, ich habe es noch ein bisschen nachziehen lassen. Ansonsten kann ich auch hier optisch wenig entdecken. Das Fleisch, beide Stücken sind nicht zusammengezogen, sind nicht eingegangen, sind in ihrer Form geblieben. Als nächstes bleibt der schwierigste Teil dieses Videos, nämlich das Probieren. Ja, ich schaue mich mal um, kein anderer da, werde ich das wohl für euch machen müssen. Ich nehme mir dazu ein bisschen von meinem Steakpfeffer aufs Brettchen und daneben ein bisschen Fleur de Sel. Und dann beginnen wir einfach mal ganz klassisch mit dem Argentinischen. Erstmal würde ich sagen, probieren wir es roh, also Textur, um dann auch gleich mal den Unterschied zu sehen. Super geworden, schön saftig, wie wir eben gesehen haben. Guten Hunger. Super saftig. Schmeckt richtig gut. Ich mag argentinisches Fleisch. Von daher kann ich jetzt nichts Negatives feststellen. Mir schmeckt es klasse. Ich probiere gleich nochmal ein Stück. Schön zart, alles bestens. Ich würde sagen, ein letztes Stück davon machen wir mal ein bisschen Grillpfeffer und Fleur de Sel dran und probieren es auch damit. Guten Hunger. Salz, Pfeffer, ordentliches Stück Fleisch. Mehr braucht es, finde ich, gar nicht. Wir sind hier im Vergleich. Als nächstes probiere ich mal eine Tranche von dem Irischen. Nehme hier mal so eine schöne mittlere raus. Auch hier Textur super. Schön zart. Zerfällt schon fast hier an der Seite. Ich probiere auch das erstmal roh. Guten Hunger. Ich finde es sogar ein bisschen zarter als das Argentinische. Ich esse das erste Mal Irisches heute im Vergleich. Hier ist eine Wespe, die möchte auch probieren. Wie gesagt, ich esse heute das erste Mal Irisch oder irisches Roast Beef im Vergleich zum Argentinischen. Ich finde es ein bisschen zarter. Ich probiere es mal mit Pfeffer und ein bisschen Salz. Top. Also, Vergleichsvideo. Irisches im Vergleich zum argentinischen Rumpsteak, Roastbeef, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt. Ich kann ehrlich gesagt geschmacklich keine großen Unterschiede feststellen. Das Irische ist ein bisschen zarter, esse ich heute zum ersten Mal. Das Argentinische habe ich schon das öftere Mal gegrillt und gegessen, von daher bekannt für mich. Wenn sie beide nebeneinander im Regal liegen, würde ich blind zugreifen. Beide sind super. Wenn ein oder andere nicht vorhanden ist im Regal, wenn es ausverkauft ist, wenn es gerade nicht lieferbar ist, wäre ich frohen Mutes und mit Überzeugung die Alternative daneben, die noch im Regal liegt. Ich glaube, da können wir nichts verkehrt machen. Wie gesagt, geschmacklich beide vergleichbar. Ich lasse es mir jetzt noch ein bisschen schmecken. Hervorragendes Fleisch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Kommentar unter dem Video da. Abonniert den Kanal, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, kriegt neue Videovorschläge von mir. Aktiviert die Glocke, damit ihr über alle neuen Videos informiert werdet. Und wir sehen uns später. Ciao, ciao. Mega.